Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Prächtiges Herbstwetter heute. Oh, das ist zu viel des Guten. Milady? Es ist zu hell, Craig. Das menschliche Auge passt sich schnell an, Milady. Ich bedauere, mitteilen zu müssen, dass der Morgen noch nicht da ist. Wieso scheint mir dann die Sonne ins Gesicht? Ich sprach von Ihrer Zeitung, Milady. Es ist Ihnen wohl unverständlich, dass ich dieses Blatt lese. Wie? Ich persönlich ziehe die Financial Times vor. Sie sind so intellektuell, Craig. Nun. Küssen Sie mich, Craig. Sehr wohl, Milady. Oh, Craig. Ich hatte so einen wilden Traum heute Nacht. In der Tat, Milady. Höchst erstaunlich, wenn man dabei ist, seine Jugend hinter sich zu lassen. Na, die Natur hat es offenbar gut gemeint mit mir. Aber setzen Sie sich doch ein bisschen zu mir aufs Bett, Craig. Oder noch besser, legen Sie sich neben mich. Meine Hosen, Milady, sie knittern so leicht. Dann ziehen Sie sie doch aus. Sehr wohl, Milady. Ich werde auch nicht hinsehen. Ich trage Unterwäsche, Milady. Ist seine Lordschaft schon aufgestanden? Ich glaube noch nicht. Er hat sein Rührei für 8:30 befohlen. Er macht mir Sorgen neuerdings. Mir ebenfalls, Milady. Lassen Sie. Ich schenke selbst ein, Craig. Das ist Frauensache. Er ist dazu übergegangen, unsere Besucher zu belästigen. Er stellt sich ihnen in den Weg und fragt sie, ob sie in die Hölle kommen wollen. Seine Lordschaft machen eine religiöse Phase durch. Milady, ergebensten Dank. Aber gestern zum Beispiel war ein amerikanischer Bischof unter den Touristen. Es war sehr peinlich. Das kommt davon, wenn man anfängt, Standesunterschiede verwischen zu wollen. Wie wahr? Oh, Horatio, mein Geliebter. Oh, Emma, meine Geliebte. Alle Welt weiß inzwischen, dass wir uns lieben, Nelson. Lass sie, was ficht es uns an? Aber was machen wir mit Hamilton, meinem armen Mann? Vergiss ihn. Umarme und beschütze mich, mein Admiral. Er hat damit gedroht, mich, aber Craig nicht doch mit beiden Armen. Sie haben den rechten 1797 bei Teneriffa verloren. Ich bitte um Nachsicht, Milady. In der Hitze des Gefechts mag es hin und wieder geschehen, dass ich aus der Rolle falle. Reden Sie doch nicht so geschwollen. Gewohnheit, Milady. Ja, so ist es gut. Oh, Horatio, mein Löwe. Oh, Emma. Mein Lamm. Na, endlich. Warst ja mal wieder lang bei ihr. Es gab da so einiges zu besprechen. Ach ja. Ganz unter uns. Sie ist besorgt über sein Verhalten. Mhm. Jorkins hat angerufen. Jorkins? Was zum Teufel will der denn? Er meldet sich gleich nochmal. Er hat eine größere Lieferung angekündigt. Aber die Sommersaison ist schon fast vorbei. Ich habe ihm gesagt, dass du wenig entzückt sein wirst. Wir müssen ihm das Beste draus zu machen versuchen. Wie steht's in der Rührei? Gleich fertig. Warum ist sie besorgt? Weil er sich zu einem Heiligen entwickelt. Ach. Und der Kaffee? Auch gleich soweit. In meinem Elternhaus galt es als gewöhnlich, über Religion zu sprechen.
Na, man muss nachsichtig sein mit ihnen. Als Mitglieder der Aristokratie fühlen sie sich verpflichtet, einen Spleen zu haben. So, Salz, Pfeffer, was fehlt hier noch? Ach ja, die zweite Marmelade. Ich glaube, wir verwöhnen sie zu sehr, Oliver. Werbigen Männer, hier spricht der Butler. Ach, Schurkens, ja, ich habe schon gehört. Woraus soll die Lieferung bestehen? Pfeffernüsse, ja. Wie viele? Und Pralinen, ja, ja, verstanden. Und eine große Torte. Chinesisch. Aha. Mit Flötenspielern. Eine Rarität, wie es scheint, was? Also gut, die Tore werden um 10 Uhr geöffnet. Fahren Sie wie üblich am Seiteneingang vor. Bis später, Schurkens. So, der Kaffee. Ob wir die Ladung bis Samstag loswerden können? Chinesisch, hat er gesagt? Ja. Könnte was für Steinhagen sein, hm? Oder die Gut. Rotterdam 77295. Hier. Du hast wirklich ein phänomenales Gedächtnis, Suse. Wohl der Grund, warum ich dich geheiratet habe. Morgen, Milord. Es ist 8:30, Milord. Es gibt Rührei mit Kräutern, Milord. Ich habe die halbe Nacht meditiert, Craig. Es geht nicht spurlos an einem vorüber. Mit Kräutern. Und worüber haben Milord meditiert, wenn ich fragen darf? Über das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Ich habe zuvor in der Bibel gelesen. Eine gefährliche Lektüre, Milord. Kaffee heute ohne Zucker, ja? Aber tun wir es auch? Liebe ich zum Beispiel meine Frau? Das vermag ich nicht zu beurteilen, Milord. Befindet sich meine Frau wohl heute Morgen? Von Milady sind keine Klagen gekommen. Der Toast. Genau richtig. Hangen Sie Ihrer Frau an, Craig? Milord? Ob sie ihrer Frau anhangen und so weiter, wie es die Heilige Schrift verlangt. Sind sie mit ihr ein Fleisch? Nun, zuweilen, ja, Milord. Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass all dieses und so weiter eine Vergeudung von wertvollen Kräften und Säften ist. In unserem Alter. Das heißt genau genommen natürlich in jeglichem Alter. Sonst noch etwas? Ich muss die Vorbereitungen treffen für unsere Besucher. Mach das, die Besucher. Zum Teufel mit der ganzen Bande. Nur noch 3 Tage, Milord. Dann gehört das Haus wieder uns. Wirklich nur noch 3 Tage? Hm. Man gerät ganz durcheinander in den Sommermonaten. Alle 5 Minuten eine neue Puste, Lärm der Menschen, die sich mit Kind und Kegel durch die Räume meiner Vorfahren wälzen, Eiscreme essen und Kaugummi gauen. Ach, wie gerne würde ich mehr Liebe für die Meute empfinden, aber ich fürchte, es ist unmöglich. Ob ich darum beten soll? Warum nicht, Milord? Probieren wir es mit vereinten Kräften.
Auf die Knie, Craig. Aber die Besucher, Milord. Die Besucher, die Besucher, die Besucher. Was sollen mir die Besucher? Die Kasse füllen, Milord. Und hier ist das letzte und wertvollste Stück. Eine chinesische Vase. Oh, sehr schön. Kommt denn hier wirklich nie jemand rein? Nein, das Butlerzimmer ist geheiligt, das Zimmer. Dann ist es ja gut. Doch erinnern Sie Ihre Auftraggeber daran, dass in 3 Tagen die Saison zu Ende geht. Ist das so wichtig? Aber ja, die Abwicklung von Geschäften in dem inzwischen erreichten Umfang ist nur möglich während des ständigen Touristenstroms in den Sommermonaten. Wirklich, wirklich hübsch hier. Gefällt mir immer wieder bei Ihnen. Kriege ich den Zaster gleich mit? Ich schreibe Ihnen einen Scheck aus. Einen Scheck? War nur ein kleiner Scherz, Jorkins. Hier, stecken Sie dieses Päckchen ein. Die Summe habe ich außen drauf geschrieben. Ich glaube, mein Boss wird zufrieden sein. Er hat aber auch eine Menge Ausgaben. Wer von uns nicht? Ach, Miss Camilla. Darling, da wären wir. Wir müssen leider den Seiteneingang benutzen. Der Haupteingang steht im Sommer den Touristen zu, sonst verlangen sie ihr Geld zurück. Guten Morgen, Craig. Guten Morgen, Miss Camilla. Ich habe einen Gast mitgebracht, der ein paar Tage bleiben wird. Mr. Fowler. Guten Tag, Sir. Willkommen auf Babington Manor. Danke. Mr. Fowler kümmert sich selbst ums Gepäck, Craig. Ach so, ja, gewiss. Sie haben Wichtigeres zu tun. Craig hat hier praktisch alles unter sich, Darling. Wie schön. Sind dir doch hoffentlich nicht zu schwer, meine Koffer. Die nehme ich doch mit dem kleinen Finger. Wäre nichts für mich, Butler sein. Immer am Wetzen. Miss Camilla dies, Milord das. Wenn jeder seinen Platz kennen würde, wäre es nicht so weit gekommen mit unserem schönen England. Ja, ja. Wer weiß. Hey, was soll denn das? Was ist? Da hat jemand meinen niegelnagelneuen Kombi beschmiert. Die Rettung ist nahe. Das wird seine Lordschaft gewesen sein. Was? Aber das ist doch... Guten Morgen, Mrs. Craig. Morgen, Lady. Was haben Sie zum Lunch vorgesehen? Fasan. Schon wieder? Es ist die Jahreszeit, Milady. War seine Lordschaft heute schon unten? Ich habe ihn vor ein paar Minuten im Gespräch mit einer Reisegruppe aus Afrika gesehen. Als ob die dort nicht genügend eigene Sorgen hätten. Aber bitten Sie doch Ihren Mann, mir den Kaffee in den kleinen Salon zu bringen. Sehr wohl. Ich habe mich entschlossen, einen Roman über mein Leben zu schreiben. Ein Roman, sehr wohl, Milady. Das überrascht Sie nicht? Aber nein. Sie können sich ja so einiges erzählen, Milady. Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Das war schon der 6. Reisebus heute. Du sollst dir den Kaffee in den kleinen Salon bringen. Joggen sind wir auch wieder los. Ich will jetzt zunächst Steinhagen anrufen, denke ich. Hm? Wie wär's denn mit Pellegrini? Pellegrini? Ja. Mhm. Leider nicht der zuverlässigste. Mhm. Und dann, wer ist heute noch an Lira interessiert? Wie ist denn die Qualität? Erstklassig. Aha. Aber allmählich entsteht ein Unterbringungsproblem. Wir haben noch Restbestände von den 3 vorangegangenen Lieferungen rumstehen. Der Kaffee ist fertig. Die Sachen, die ich in den Vitrinen untergebracht habe, müssen wir unbedingt loswerden. Ach, übrigens, zum Mittagessen werden es 2 mehr sein. Ach. Miss Camilla ist gekommen. Mit einem neuen? Mit einem neuen. Sag mal...
Willst du mich nicht erstmal deinen Eltern vorstellen? Oh, Darling, sei doch nicht so altmodisch. Ja, aber sie werden doch sicher wissen wollen, wer ich bin. Komm, nimm mich in deine Arme. Du bist mon septième. Dein was? Mein siebter Liebhaber. Oh. Ja, für mich bist du immer mon septième. So viel romantischer als dein richtiger Name. Apropos, wie war der doch gleich? Jack. Jack und Walter? Fowler. Na, siehst du, was sag ich? Wieso? Ja, also, dann bin ich also nur eine Zahl für dich? Eine Nummer? Aber abgesehen davon bist du alles für mich. Ja, bis dir Nummer 8 über den Weg läuft. Ach, warum daran denken? Du bist so männlich, Jack. Mon septième. Aber sag dir, wie viele bin ich für dich? Wie heißen die anderen? Wie hast du sie kennengelernt? Und wo? Waren sie hübsch, ja? Wer hat den ersten Schritt getan? Du oder sie? Und waren sie jünger als ich? Nein, sie waren älter als ich, nicht wahr? Ja, ja, wesentlich älter. Siehst du, ich hab's mir gleich gedacht. Danke, dass du mir so freimütig alles gestehst. Du bist natürlich auch der Älteste von allen meinen Liebhabern. Mhm. Naja, man muss mit der Zeit gehen. Aber das nächste Mal muss ich aufpassen. Muss es denn überhaupt noch einen anderen geben? Du meinst, du könntest meine Endstation sein? Ja, heirate mich doch, Camilla. Dann wären wir füreinander die Ersten. Dann wären wir zwei eins. Oh, was für eine romantische Idee, mon septième. War das Miss Camillas Wagen, den ich vorhin gehört habe? Ganz recht, Milady. Den Kaffee hierhin? Ja, danke. Und hat sie wieder einen Mann mitgebracht? Ein Wesen männlichen Geschlechts, Milady. Das ja. Oh, Miss Camilla macht mir Sorgen. Mir ebenfalls, Milady. Wir haben ein Vermögen für ihre Erziehung ausgegeben. Und was hat es gefruchtet? Ob Sie einmal mit ihr sprechen? Ich, Milady? Soll ich vielleicht Ihren Vater bitten? Er lebt bereits in einer Welt, in der Liebesprobleme wohl nicht mehr existieren. Und außerdem hat er keine festen Überzeugungen. Oder sagen wir, er wechselt sie von Tag zu Tag. In der Tat. Seine Lordschaft hat mich gebeten, ihm aus der Bibliothek ein Buch über Zarathustra zu besorgen. Über wen? Das klingt aber unanständig. Ja, Milady. Ist es wohl auch. Übrigens, ich schreibe ein Buch, Craig. Ach. Ja? Einen Roman. So. Haben Milady noch Wünsche? Wollen Sie nicht genaueres wissen? Ich werde mein Leben darin beschreiben. Milady, ob das sehr ratsam ist? Es handelt von einem jungen Mädchen, das einen Mann heiratet, der dem Alter nach ihr Vater sein könnte. Oder jedenfalls fast. Und wie sie in einem riesigen Haus zu verkümmern droht. Oh, das wird eine scharfe Kost. Hat zweifellos das Zeug zu einem Bestseller, Milady. Und sie hat schon beinahe resigniert, liegt unglücklich auf ihrer Chaise Longue. Aber da öffnet sich die Tür und... Alfred, du! Endlich bist du mir zurückgegeben! Pardon, Milady, aber vormittags fühle ich mich der Traviata noch nicht ganz gewachsen. Ja, willst du denn wirklich nicht zu dir nehmen, Bertie? Nur Wasser, danke. Ah, welch ein Genuss. Unter unseren Besuchern heute Vormittag war ein Hindu, meine Liebe. Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten und beschlossen zu fasten. Oh nein, du verdirbst uns den ganzen Appetit. Fasan, ja? Ein Geschöpf Gottes. Was ist das eigentlich für ein komisches neues Ding auf dem Dach, Vater? Es sieht aus wie eine Antenne. Das bin ich? Ja, G2XO4. Haben Sie noch etwas Wasser, Craig? Ja, Milord. Wie steht es mit Ihrem Glauben, Mr. Fowler, Sir, Jack Fowler? Ja. Nun, ich bin Freidenker, Sir. Ah, einer von diesen Gottesleugnern, wie?
Ach, zum Teufel mit Ihnen allen. Aber Paps, wie kannst du so grob zu meinen Gästen sein? Ich möchte herausfinden, was die Menschen glauben. Was nützt mir da ein Ungläubiger? Aber wie steht's denn eigentlich mit dir, Camilla? Ich glaube an das Leben. Ist das nicht ein bisschen wenig, mein Kind? Mit dem Leben meine ich die Liebe, Paps. Ja, Craig. Digga, ihr Wasser ist wirklich köstlich. Warum hat mir das bis jetzt noch niemand gesagt? Und welche Art Liebe meinst du damit? Sinnenfreude, Sex und so? Die Liebe, die keine Grenzen kennt. An die glaubst du doch auch, Jack, nicht wahr? Oh ja, 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 absolut. Ja. Würden Sie sich dem anschließen, Craig? Ich, Milord, glaube an die Ordnung. Das hört sich aber mehr nach Politik an. Politik, wenn ich mir erlauben darf, ist Menschenwerk und eine Sache des Tages. Ordnung dagegen unterliegt ewigen Gesetzen. In ihr ist jedem von uns ein fester Platz zugeteilt. Und ihn verlassen wollen, bedeutet sich in Gefahr begeben. Sie verfechten die Vorherbestimmung, mit anderen Worten. Das nicht, Milord. Ich möchte so sagen, wenn man einmal Rückschau hält... Craig, den Nachtisch, bitte. Sehr wohl, Milady. Was soll das, Bertie? Es ist nicht passend, ihn in dieser Weise ins Gespräch zu ziehen. Ein Butler hat dasselbe Recht wie jeder andere Mensch, sich zu religiösen Fragen zu äußern. Aber nicht beim Mittagessen. Mr. Fowler, erzählen Sie uns doch ein bisschen von Ihrer Tätigkeit. Jack hat mit dem Fernsehen zu tun, Mami. Faszinierend. Und wie viele Apparate haben Sie schon verkauft? Nun, also ich arbeite beim zweiten Programm. Also wenn wir mal das zweite Programm einschalten, bekommen wir Sie zu sehen, oder? Ja, wirklich nur, wenn wirklich alle Stricke reißen. Dann wirken Sie also mehr im Hintergrund, Mr. Fowler. Wie sagt doch der Dichter? Geboren, um im Verborgenen zu blühen. Ein Dessert. Ja, ja. Aprikosensoufflé. Höchste Zeit, dass es auf den Tisch kommt. Übrigens, Steinhagen hat heute angerufen. Na und? Hast du ihm gesagt, es eilt diesmal? Er reist heute noch ab. Auf die Deutschen ist doch immer Verlass. Ihre Kriege verlieren sie manchmal, aber in Friedenszeiten unschlagbar. Sagen Sie, Mr. Fowler, ist es so, dass Sie fürs Fernsehen schreiben? Ja, aber leider nur Memos für die Verwaltung. Ich schreibe nämlich einen Roman. Mami, das ist ja eine Wucht. Er handelt von einem jungen Mädchen, das einen Mann heiratet, der dem Alter nach ihr Vater sein könnte. Also, ich lese grundsätzlich nur Bücher mit Happy End. Ich bitte alle Besucher, die ein Billett mit Führung gelöst haben, sich hier in der Ahnengalerie zu versammeln. Wir beginnen in wenigen Minuten mit der Besichtigung. Entschuldigung, sind Sie hier zuständig? Ganz recht, Madame. Sind Sie Lord Babington selbst? Ich bin sein Butler. Ich interessiere mich ganz besonders für chinesisches Porzellan. In dem Gang zu Ihrer Linken finden Sie in den Vitrinen verschiedene Stücke aus unserer Sammlung. Ja, die habe ich schon besichtigt. Besonders aufgefallen ist mir die Vase aus der Sung-Dynastie. Ach, die... Die blau-glasierte mit den Flötenspielern. Ja, ein herrliches Stück. Sung-Dynastie. Ich habe nämlich ein Buch über die Sung-Kultur geschrieben. Ich bin Monika Appleton. Und war bis jetzt der Meinung, es gäbe in ganz England nur eine einzige Vase aus jener Zeit. Wie interessant. Und zwar in der Sammlung von Sir Edgar Locksley. So steht es auch in meinem Buch. Haben Sie die Vase in letzter Zeit wieder einmal besichtigt? Nein, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie dort noch steht. Sind Sie das? Allerdings. Wie lange befindet die sich hier schon im Besitz von Lord Babington, wenn ich fragen darf? Das ist schwer zu sagen, weil... die Bestände laufend erneuert werden, verstehen Sie? Sie müssen wissen, das ist für mich eine höchst aufregende Entdeckung. Selbst um den Preis, dass man mir nun irgendwann in meinem Buch einen Irrtum ankreiden wird. Der sich aber korrigieren lässt. Eine Fußnote
In der nächsten Ausgabe vielleicht. Ladies and Gentlemen, ich möchte die Führung mit einigen einführenden Worten über das Schloss eröffnen, in dem Sie sich befinden. Und durch das sich anschließend zuführen, nicht zu Ehre. Dich hat wohl der Teufel geritten, die verdammte Vase zu dem anderen chinesischen Zeug zu stellen. Ich wollte sehen, wie sie sich unter ihresgleichen ausnimmt. Unsere Tätigkeit hat höchst subtile Aspekte, meine Liebe. Wir handeln nicht mit irgendwelchen x-beliebigen Kram. Komm, jetzt spiel dich doch nicht so auf, Oliver. Jorgen schafft das Zeug herbei, das du dann weiter verkloppst. Du bist nichts als ein Zwischenhändler. Die korrekte Bezeichnung dafür ist Hehler. Im Übrigen ist die Vase nicht das erste Stück, das ich zeitweilig in die Sammlung eingefügt habe. So. Ich habe das gleiche mit Bildern gemacht. Ach du lieber Gott. Und niemand hat es bemerkt. Auch nicht Milady. Die Menschen sehen immer nur das, was sie erwarten zu sehen. Das ist nichts als ein ungeheuer dummer Zufall, dass die Vase in den circa 24 Stunden, bevor sie zu Großbritanniens Exportaufschwung beiträgt, hier von einer, vielleicht der einzigen Expertin entdeckt wird. Was glaubst du, wird sie jetzt tun? Möglicherweise gar nichts. Aber wenn sie in der Zeitung liest, dass aus der Sammlung Locksley wertvolle Stücke gestohlen wurden, dürfte ihr ein Licht aufgehen. Jedenfalls, es dürfte sich empfehlen, meine Liebe, dass du zur Sicherheit schon mal ein paar Koffer packst. Steinhagen trifft in aller Frühe ein. Ah ja. Gelobt sei die deutsche Tüchtigkeit. Und hiermit verabschiedet sich G2XO4. Gottes Segen begleite euer Tun und Lassen. Gute Nacht. Herein. Craig? Ja, was sehe ich? Rührei mit Schinken. Ich habe mir erlaubt, die Wünsche eurer Lordschaft zu erraten. Von allen Verdiensten, die Sie sich um das Wohlergehen unserer Familie im Laufe der Jahre erworben haben, wüsste ich kaum eines mehr zu preisen als dieses. Aber kein Wort zu Lady Babington, nicht wahr? Selbstverständlich. Ich bin ganz offensichtlich noch nicht reif für die totale Entsagung. Der Geist muss sich erst noch gründliche Vorbereiten auf den großen Schritt. Und eine Karaffe mit Burgunder. Wirklich, also, Sie sind ein Genie, Craig. Danke, Milord. Und dieser kleine Kurzwellensender hier, das war auch so eine glänzende Idee von Ihnen. Hatten Sie heute Abend schöne Kontakte, Milord? Oh ja, ja, ja. Erst mit einem jungen Mexikaner, der allein mit einer Yacht unterwegs ist, dann mit einem gewissen Ronny. Ich habe sie beide gefragt, worin sie den Sinn des Lebens sehen. Und was stellt sich heraus? Ronny ist der Abt einer Missionsstation irgendwo wenn ich recht verstanden habe. Kann aber auch eine Störung gewesen sein. Und konnte er Ihnen weiterhelfen? Milord. Er hat sich leider als Dogmatiker erwiesen. Ach, erlebt man immer wieder bei den Professionellen. Aber wenn ich der Sache eines Tages auf den Grund komme, wie ich es mir erhoffe, ist dieser Sender ein wunderbares Mittel, um die frohe Kunde zu verbreiten. Die Verbindung mit Freunden im Ausland wird ungeheuer erleichtert. Ja. Ja. Ob wir nicht unsere Versicherung erhöhen sollten, Craig? Eine teure Anlage, alles in allem.
Ich denke, dass wir ausreichend gedeckt sind, Milord. Ach, auf Landsitzen wird so viel eingebrochen zurzeit. In Babington Manor wird nichts passieren, Milord. Nein? Nein, Milord. Hierher werden Sie nicht kommen. Mein Gott, so spät noch. Wer kann denn das sein? Ist da jemand? Ich bin's, Mrs. Craig. Wer? Ich, Jorkins. Es ist dringend. Gehen Sie zur Tür, ich mache ihn auf. Danke, Schätzchen. Puh, ganz hübsch frisch heute Nacht, was? Was wollen Sie? Die Polizei macht uns Kummer. Na, da werden Sie von meinem Mann was zu hören kriegen. Ja, wir sind auch nicht gerade entzückt. Der ist oben bei seiner Lordschaft. Aber was wollen Sie denn mit den ganzen Schachteln? Da sind ein paar Sachen drin, die man bei uns lieber nicht finden sollte. Was? Wir haben nämlich Wind bekommen, dass sich die Polizei ein bisschen umsehen will bei uns. Ach schon, lieber Gott. Deshalb meint der Chef, dass das Zeug fürs Erste besser bei Ihrem Mann aufgehoben ist, bis die Luft wieder rein ist. Also das ist wirklich ganz unmöglich. Denn hier sehen Sie ja bestimmt nicht nach. Lassen Sie die Dinge einfach in irgendeiner Ecke verschwinden. Darüber müssen Sie mit meinem Mann sprechen. Ich kann das wirklich nicht einfach entscheiden. Vergessen Sie nicht, wir sitzen alle in einem Boot. Und es wäre ihm bestimmt nicht recht, wenn mein Kombi zu dieser nachtschlafenden Zeit länger als nötig draußen rumstehen würde. Aber Mr. Jorkins... Schon gut, schon gut. Eine Empfangsbestätigung können wir uns sparen. Ja. Angenehme Ruhe, Schwester. Ja. Angenehme Ruhe, Milord. Gute Nacht, Drake. Sind Sie das? Ja, Milady. Kommen Sie noch einen Augenblick rein zu mir. Gewiss, Milady. Haben Sie schon mit Miss Camilla gesprochen? Die passende Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben. Es muss unbedingt etwas geschehen. Stellen Sie sich vor, dieser Mann arbeitet beim Fernsehen. Kaum ein Beruf für einen Gentleman. Na, wenn es wenigstens die BBC wäre. Außerdem scheint er Miss Camilla heiraten zu wollen. Aber wir können uns doch eine Hochzeit gar nicht leisten. Denn den Winter überstehe ich nur auf den Bermudas. Ich werde mich der Sache gleich morgen früh annehmen, Milady. Oh, Craig, was würden wir nur machen ohne Sie? Oh, mein geliebter Junge, hör nie auf, mir zu schreiben. Deine Briefe sind mein kostbarstes Gut. Briefe? Jonathan Swift. Du bist so weit weg, jenseits des Ozeans und doch, ach, wie nah. Vanessa. Nein, so erinnern Sie sich doch, das haben wir doch schon mal gemacht. Stella. Ja, mein Liebster, ich habe dir heute früh zurückgeschrieben, im Morgengrauen. Oh, dann wollen wir doch mal sehen, wo habe ich den frechen Brief versteckt? Ach, unter meinem Kopfkissen. Craig? Milady. War da nicht etwas vor der Tür? Ich habe ein Geräusch gehört. Das ist nicht gut möglich, Milady. Nur meine Frau und ich sind noch auf. Bestimmt, Craig? Mhm. Ach, wenn ich sie nicht hätte. An meinen Busen. Wer ist da? Ich bin's. Wer? Ich, Jack, Septi. Was willst du? Mach auf. Aber was willst du denn? Ja, dich, Camilla. Also, das heißt, ich will zu dir. Und dann? Bringst du mich ins Fernsehen, oder wie? Camilla, ich hab dir doch schon erklärt. Ich bin doch nur ein... Was, Jack? Oh, guten Abend, Craig. Guten Abend, Sir. Ist es nicht ein wenig ungemütlich, Sir, in dem kalten Gang? Naja, also genau genommen... Sie haben sich wohl verirrt. Ich verstehe. Kein Grund zu erröten, Sir. Ist schon manchem Gast passiert in diesem großen Haus. Erlauben Sie, dass ich Ihnen Ihr Zimmer zeige. Danke, sehr freundlich. Oh,
Olli? Ja? Na, endlich. Nun ja, als Butler hat man so seine Pflichten. Ich weiß. Ich kann nun mal nicht schlafen, wenn nicht jeder glücklich und zufrieden ist. Du versuchst dir wohl jeden glücklich zu machen. Man tut, was man kann. Kommst du jetzt zu mir ins Bett? Oh ja, mein Schatz. Bin hundemüde. Natürlich. Habe ich nicht ein Auto gehört? Ein Auto? Wann? Vor einer halben Stunde. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann muss ich mich getäuscht haben. Gute Nacht, meine Liebe. Also offen gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass mich deine Mutter besonders ins Herz geschlossen hat, Camilla. Sie hat ein sehr behütetes Leben geführt. Sie hat keine Ahnung, wie lustig es sein kann. Mit einem anderen. Ja, ist es denn lustig mit mir? Na und wie? Aber ist der Park nicht herrlich am Morgen, bevor die Tore geöffnet werden? Oh ja, ich wäre also auch durchaus bereit, wie gesagt, meinen Job beim Fernsehen aufzugeben und hier das Kommando zu übernehmen. Anstelle von Craig, wie? Ja, ich glaube nur, dass auch dein Vater nicht gerade einen Narren an mir gefressen hat. Wen stört's? Ja, mich. Meine Schwäche, ich lege größten Wert darauf, dass die Leute mich mögen. Ich mag dich. Aber du hast mir immer noch keine Antwort auf meine Frage gegeben. Oh, wie soll ich denn wissen, du süße Sieben, ob ich nicht Also jetzt fang nicht wieder mit diesem Quatsch an. Also wenn du mir hier eine Szene machen willst, dann gehe ich hinein. Aber das heißt, ich gehe so oder so hinein. Camilla! Ich habe noch wichtige Anrufe zu machen. Wir sehen uns dann beim Mittagessen. Ja, aber Camilla, wollen wir denn nicht mal von... Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Ich fürchte, Miss Camilla ist eine etwas temperamentvolle junge Dame, Sir. Ja. War sie schon als Kind. Ah? Wenn ihre Puppen unartig waren, hat sie ihnen den Hals umgedreht. Wirklich? Zum Spaß, natürlich. Tatsächlich. Ja, so ist sie eben. Die englische Aristokratie, Sir. Eine ganz besondere Sorte. Nicht wie unser eins. Man muss sie wie Mimosen behandeln, mit viel Fingerspitzengefühl. Der Psychiater meint... Der Psychiater? Wieso? Ja, ist sie denn in Behandlung? Sind sie doch alle, Sir. Ach du lieber Himmel. Ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen, Sir. Aber wenn ich die Anzeichen richtig deute, gehören Sie demnächst vielleicht selbst zur Familie? Also nun, ich weiß nicht so recht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Sir, es ist 10 Uhr und ich muss sehen, dass alles bereit ist für unsere Besucher. Ah, da fährt schon ein kleiner Bus vor mit deutschen Nummernschild. Ich bitte um Vergebung für die etwas persönlichen Bemerkungen, die ich mir erlaubt habe, Sir. Das ist schon in Ordnung. Ich bin sehr froh darüber, mein Lieber. Herr Steinhagen, willkommen. Herr Dr. Steinhagen, wenn ich bitten darf, Mr. Craig. Entschuldigen Sie. Hatten Sie eine gute Überfahrt? Nein, eine miserable. Musste dreimal den Göttern opfern. Och, das werden Sie schnell vergessen, hoffe ich, wenn Sie erst unsere Neuerwerbung gesehen haben. Na, das hoffe ich auch. Wenn ich Sie nur bitten dürfte, Ihren Wagen so wie immer in der Ecke dort zu parken. Vielen Dank für den Tee, Mrs. Craig. Aber bitteschön. Tja, dann mache ich mich jetzt auf die Rückfahrt. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns besuchen, Herr Doktor. Ganz meinerseits. Vor allem, wenn wir so erfolgreiche Geschäfte tätigen können,
wie diesmal wieder. Nicht wahr? Die Sungweise ist ganz reizend und der Schmuck nicht minder. Ja, dann drücke ich Ihnen nur die Daumen für den Zoll. Oh, keine Sorge. Meine beiden Freunde, die ich in Dover zurückgelassen habe, und ich werden singen bei der Überfahrt wie angeheiterte Touristen. Und niemand wird uns auf diese Weise verdächtigen. Der gemeinsame Markt hat uns die Arbeit so viel leichter gemacht, nicht wahr? Ja. Und man könnte stolz sagen, wir Gauner haben Europa bereits verwirklicht. Da haben Sie recht. Also, Mrs. Craig, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Meine Empfehlungen an Ihren Gatten. Oh, vielen Dank, das werde ich ausrichten. Er ist sicher gerade in der Ahnengalerie. Entschuldigen Sie. Ja? Sie erinnern sich. Ach, Sie sind es, Madam. Ja, Sie erinnern sich, wir haben aber ja gestern... Aber natürlich, Mrs. Appleton. Ja, die Sungvase, wissen Sie, die hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Vielleicht habe ich gedacht, bin ich einer Täuschung erlegen. Und so wollte ich mich noch einmal vergewissern. Aber... Die Vase ist nicht mehr da. Nein, Madam. Sie ist doch nicht gestohlen worden. Nein, Madam. Sie ist ja unsagbar wertvoll, das wissen Sie. Nein, Madam. Im Gegenteil. Nach unserer gestrigen Unterhaltung haben wir das Stück noch einmal einer eingehenden Prüfung unterzogen. Und ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Aber irgendwann wäre die Wahrheit ja doch herausgekommen, kurzum. Es steht einwandfrei fest, dass es sich bei der Sungvase um eine Reproduktion gehandelt hat. Eine Reproduktion? In der Tat, Madam. So schwer es fällt, dies einzugestehen. Wo ist die Vase denn jetzt? Die Reproduktion, meine ich. Ich habe sie zerstört, Madam. Nein. Doch, Madam. Lord und Lady Babington legen größten Wert darauf, dass alle im Haus gezeigten Stücke über jeden Verdacht erhabene Originale sind. Gibst du mir einen Whisky, Bertie? Bitte? Ich habe den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und geschrieben. Briefe? An meinem Buch, Bertie. Ach so, an deinem Buch. Danke für dein Interesse. Und du, Camilla? Was willst du, mein Töchterchen? Einen Gin Tonic, Paps. Hm. Übrigens, wo hast du denn deinen Jack sowieso gelassen? Mm. Der ist nach London zurückgefahren. Oder Birmingham. Ich weiß auch nicht, wo er eigentlich her war. Mein armes Kind. Also einer weniger. Das Dumme ist nur, dass Steve erst nächste Woche aus Washington zurückkommt. Steve? Mein Freund im Außenministerium. Außenministerium? Klingt schon entschieden besser als Fernsehen. Treibt er Landwirtschaft? Wie soll er denn? Er ist Diplomat. In besseren Zeiten haben bessere Diplomaten alle Landwirtschaft betrieben. So nebenbei. Sag mal, Paps, ich überlege, ob ich eine Boutique aufmache. Kannst du 10.000 Pfund locker machen? Wofür? Für die Boutique, für den Start. Ohne einen gewissen Aufwand braucht man gar nicht erst anzufangen. Ja, da musst du Craig fragen. Er führt die Bücher. Die Suppe, bitte, meine Liebe. Gleich. Du hast wieder den halben Nachmittag bei ihr verbracht. Wir haben uns über Literatur unterhalten. Aha. So nennt man das also inzwischen. Ich weiß nicht, warum du plötzlich diesen Ton anschlägst. Im Übrigen haben wir doch anderes berührt. Das glaube ich dir aufs Wort. Das Hosen, was soll das? Du Heuchler! Bist du bei Sinnen? Du Blaubart! Du alter geiler Bock! Hast du getrunken? Ich habe endlich begriffen, was da gespielt wird. Ich glaube wirklich, meine Liebe, du bist... Meine Liebe! Zu ihr sagst du garantiert was Exotischeres. Erotischeres, meinst du wohl? Ist mir doch ganz egal, was Dreckiges auf jeden Fall. Was wird denn seine Lordschaft dazu sagen, wenn er es erfährt? Dass er betrogen wird, wie ich? Soll ich sie ihm erzählen? Nachher? Ich serviere jetzt die Suppe.
wenn ich zurückkomme, um die Hammelkeule zu holen, hoffe ich, dass du wieder zu dir gekommen bist. Craig, Sie müssen ein Machtwort sprechen, in einer familiären Angelegenheit. Milady, ich kann mir nicht vorstellen, ach, dass was, ich... Ach was, Craig, die Frage ist einfach, haben wir Kohlen oder keine? Mein Vater weiß es nicht mehr. Ich habe noch nie ein Gedächtnis für Zahlen gehabt. Was ist das für eine Suppe? Ochsenschwanz, Milord. Ist Gemüse drin? Nein. Weil ich doch pflanzenlos liebe. Wir schwimmen in Geld, stimmt's, Craig? Wir möchten jetzt alle einmal die Wahrheit hören. Ich kann nur so viel sagen, Milady, dass die Familie... Gottes Willen, was das war das? Das war im Haus, glaube ich. Wenn die Herrschaften erlauben, werde ich nachsehen. Ich komme, wir werden alle nachsehen. Ein Strafgericht Gottes würde mich nicht wundern. Susan, was ist denn... Susan, um Himmels Willen. Mrs. Craig, ist dir etwas passiert? Na, sie ist ja nur ohnmächtig, glaube ich. Wir müssen sofort Dr. Baxter rufen. Der Herd scheint explodiert zu sein. Komisch. Hat man sowas schon mal gehört? Hol den Cognac, Kamala. Den mit den 5 Sternen, wenn du keinen anderen findest. Ja, Mami. Hier, das Telefon ist auch im Eimer. Da müssen wir eben von oben telefonieren. Bitte bemühen Sie sich nicht. Meine Frau scheint schon wieder zu sich zu kommen. Hier, der Cognac. Sehr freundlich, Miss Camilla. Komm, trinke einen Schluck, Susan. So. So. Schon besser. Hm? Ich denke, wir brauchen Dr. Baxter nicht mehr. Aber wenn sie sich innerlich verletzt hat... Nur eine Ohnmacht, wie es scheint, Miller. Was liegt denn eigentlich hier rum? Pfannenstiele. Ach was! Brecheisen sind das! Die gibt's in jedem besseren Krimi. Brecheisen? Und da, eine Eisensäge. Einbruchswerkzeug, nichts anderes. Was hat denn das in unserer Küche zu suchen? Ich kann darauf keine befriedigende Antwort geben, Milady. Ich habe die Sache noch nie gesehen. Vielleicht hat sie einen Besucher hier gelassen. Aber wie käme denn ein Besucher dazu? Durchaus denkbar, dass Diebe, oder vielmehr Diebe, die als Touristen getarnt waren, dieses Werkzeug eingeschmuggelt haben, um sich unerlaubten Zutritt zum Haus zu verschaffen. Natürlich, das ist die Erklärung. Ich sag ja schon immer, dass so viel eingebrochen wird zurzeit. Dann müssen wir sofort die Polizei verständigen. Ich werde die Sache in die Hand nehmen, Milady. Aber was sollen all diese Dinge in einem Haus, in das man erst hinein will? Ja. Nicht wahr? Jetzt lass dir was einfallen, Oliver. Meine Liebe, du kannst widersprechen. Wollen wir sie nicht in einen Stuhl setzen? Ja, und dann erzählen Sie uns, was genau passiert ist. Mit Verlaub, Milady, das Beste für meine Frau wäre jetzt Ruhe. Der Schock. Ich habe aus der Schachtel dort... Das ist ja Sprengstoff! Eines der kleinen, braunen Päckchen genommen. Und, ja? Ja. Und dann in den Backofen gesteckt. Donnerwetter. Und dann habe ich die Klappe geschlossen. Von dann weiß ich nichts mehr. Haben Sie gedacht, es handelt sich um Kuchenteig? Ich habe gedacht, es handelt sich um Dynamit. Sie haben das absichtlich gemacht. In diesem Haus gehen Dinge vor, auf die ich aufmerksam machen musste. Ich fürchte... Tut mir wirklich leid um den schönen Herd. Ich fürchte, die Explosion hat die Sinne meiner Frau verwirrt. Das Weitere soll Ihnen mein Mann erzählen. Er weiß Bescheid. Nur von der Schachtel. Also von der Schachtel weiß er nichts. Das stimmt, meine Liebe, aber... Die haben ein paar von seinen Freunden hier untergestellt. Von seinen Freunden? Ja, ja. Ja, aber Craig, Sie wollen doch nichts sagen... dass Sie mit Einbrechern verkehren. Doch, Milord. Craig! Sie spaßen. Jetzt sag ihnen, du Heuchler. Sag ihnen, dass du ein Hehler bist. Ein Hehler? Was ist das? Das ist einer, der mit gestohlenem Gut handelt, Milady. Aber darf ich bitten, sich vielleicht lieber erst mal zu setzen? Ich gebe mich damit schon eine ganze Weile ab.
Werkzeug und Sprengstoff wurden offensichtlich, aber ohne mein Wissen, geschweige denn meine Zustimmung, hier gelassen von den Mitgliedern einer Organisation, die ansonsten Babington Manor beliefert haben mit der Beute ihrer Diebeszüge. Diebeszüge? Es ist mir einfach zu bunt geworden, das zwischen ihm und ihr. Was zwischen wem, Mrs. Craig? Meine Frau, Milord, bezieht sich vermutlich auf gelegentliche amoröse Scharaden, die Lady Babington und ich uns aufzuführen erlaubten. Aber Craig, ich bitte Sie. Amoröse? Elizabeth, ist das wahr? Aber ja. Ich bin schließlich eine Frau, Bertie. Ja, das wird mir allmählich klar. Amoröse Scharaden, bei denen Craig, pas de mon enfant. Auf die ich mich im Interesse eurer Lordschaft eingelassen habe. Wie ungalant, Craig. Das verzeihe ich Ihnen nie. Ich sehe nur nicht, wie das in meinem Interesse gewesen sein soll. Einer von so manchen Diensten im Interesse der Familie, Milord. Ja, sicher sehr freundlich, aber vielleicht etwas zu freundlich von Ihnen. Aber das sind doch alles kleine Fische. Craigs Liebesspiele mit Mami sind doch nicht der Rede wert. Ganz so ist es auch wieder nicht, mein Kind. Angesichts der Tatsache, dass aus Babington Manor offensichtlich eine Art Räuberhöhle gemacht worden ist. Letzteres, ganz recht, hat meine Zeit wesentlich mehr in Anspruch genommen. Nachdem ich eines Tages zu der Erkenntnis gekommen war, dass ein Schloss wie Babington Manor mit seinem Touristenverkehr sich in idealer Weise als Umschlagplatz für heiße Ware nutzen ließ. Lieferanten wie Käufer, sie konnten mit ihren Fahrzeugen im Besucherstrom unbemerkt an- und abfahren. Kleinere Gegenstände wie Schmuck und Porzellan fanden vorübergehend eine Heimstatt in den Vitrinen des Hauses, wo sie von den Interessenten im besten Licht besichtigt werden konnten. Und was die größeren betrifft, es gibt eine Reihe von Räumen, zu denen nur ich den Schlüssel besitze. Sie haben gestohlenes Gut unter die Schätze von Babington Manor gemischt? Ich muss wohl oder übel zu dem Eindruck gelangen, Craig, dass Sie uns hintergangen haben. Nein, Milord. Wir werden die Polizei verständigen lassen. Nein, Milord. Sie werden hinter Gitter wandern. Nein, Milord. Nein? Denn abgesehen von den 10% Vermittlungsgebühr, die ich von den Erlösen für mich und meine Frau abgezogen habe, hier möchte ich das außerordentliche organisatorische Geschick von Susan hervorheben. Mrs. Craig, Sie haben mitgemacht? Allerdings, Milady. Von dieser, unserer gewiss sehr bescheidenen Provision abgesehen, sind die gesamten Einnahmen zum Unterhalt von Babington Manor und seine Familie verwendet worden. Soll das heißen, dass wir, die Familie, von gestohlenem Geld gelebt haben? Seit Jahren, Milady. Denn es wurde bald unübersehbar, dass die Einnahmen aus den Einsatzgebühren der Besucher nicht ausreichten, Babington Manor zu erhalten. Milord, einen Vergnügungspark zu errichten oder gar einen Zoo, wie anderswo, verbot sich bei meinem festen Glauben an die Notwendigkeit von Tradition. Es war viel angemessener, die erforderlichen Summen auf andere Weise und natürlich mit gewissen Eingriffen in die Buchführung zu beschaffen. Und jetzt dürfen wir alles zurückgeben. Das ist nicht möglich, Miss Kemmeler, denn ein nicht gerade kleiner Teil der Einnahmen ist in Ihre Erziehung geflossen. Craig, ich bin schockiert. Nicht nötig, Milord. Wenn Sie an bestimmte Handlungen Ihrer Vorfahren zu denken belieben, ich darf nur daran erinnern, auf welche Art der vierte Earl of Babington zu Beginn des 18. Jahrhunderts seinem Besitz die 1200 Morgen im Osten einverleibt hat. Ich bin nicht für die Sünden meiner Ahnen verantwortlich. Aber warum haben Sie nicht einfach gesagt, sollen Sie doch schwimmen oder untergehen? Ich habe mich, Miss Kemmeler, nicht nur als Diener der Familie gesehen, sondern auch als ihr Beschützer. Als Bewahrer eines exzentrischen Lebensstils,
wie er nur in der englischen Aristokratie anzutreffen ist. Und ohne Stil verkommt die Welt. Wenn ich jetzt, Milord, das Kurzwellengerät benutzen darf, das mir erlaubt hat, für Eure Lordschaft so viele lukrative Auslandskontakte zu pflegen, kann ich die nötigen Vorbereitungen für unsere Abreise treffen. Aber Craig, Sie werden uns doch nicht verlassen wollen. Lady, ich bin, wie man so schön sagt, geplatzt. Aber wir werden doch niemandem etwas erzählen, nicht wahr? Mami! Wie sollen wir denn ohne Craig und ohne Geld zurechtkommen? Jetzt musst du dir irgendeinen hergelaufenen Kerl aus der Industrie angeln, Kamala. Ich aus der Industrie? Oh nein, niemals. Und wie soll ich den Winter überstehen, wenn nicht auf den Bermudas? Die Zukunft sieht grässlich aus. Nun gut, dass ich keine großen Bedürfnisse mehr habe. Sollten Lord und Milady wünschen, meine Frau und mich mit Zeugnissen zu versehen, so erreichen uns diese unter Postfach 79361 in Rio de Janeiro. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, sich wieder anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Wir landen in wenigen Minuten in Rio de Janeiro. Danke. Alles in allem ein schöner Flug. Nicht wahr, Susan? Ja. Nur der Champagner hat nichts getaugt. In der Tat eine miserable Marke. Schade. Wir hätten sonst anstoßen können auf ein neues Leben. Sagen Sie, Craig? Milord. Auf dem Schweizer Konto liegt da wirklich so viel, dass es für uns alle reicht? Mehr als das, Milord. Und die Stücke aus Familienbesitz, die England auf ungewöhnlichen, aber zuverlässigen Weg noch verlassen sollen, werden ein übriges tun. Keine schöne Aussicht, dass Babington-Männer vermutlich unter den Hammer kommen wird. Aber so ist das Leben nun mal. Das Unvermeidliche ließ sich nur hinauszögern, Milord. Und vielleicht, nicht wahr? Finde ich in Brasilien die Antwort auf meine Fragen. In Brasilien, Lord, sind Glaube und Aberglaube noch weit verbreitet. Und Millionäre? Gibt's die auch? Ich meine Junge. Die Santa Meer, Miss Camilla. Wie lange wird es wohl dauern, bis es sich in England herumgesprochen hat, dass wir verkaufen? Nicht lang, Milady. Ich habe im Buckingham Palace um die Medaille eingereicht, die von Ihrer Majestät verliehen wird für besondere Verdienste um den britischen Export. God save the Queen. Es ist unmöglich, von Hörspielen nicht gefesselt zu sein.